Meine sehr geehrten Damen und Herren, es hat gerade der Bundesparteivorstand der Österreichischen Volkspartei getagt. Das Hauptthema war natürlich die Wahlanalyse. Es ist uns als Volkspartei gelungen, mit über 26% ein Ergebnis zu erreichen, das deutlich besser war, als uns zugetraut und zugeschrieben worden ist. Es war tatsächlich ein Aufholkampf, der in dieser Richtung gelungen ist. Und gleichzeitig ist nicht gelungen, dass wir den ersten Platz verteidigt haben. Ich habe dafür natürlich die Verantwortung übernommen und auch dementsprechend im Bundesparteivorstand die Vertrauensfrage gestellt. Es ist mir einstimmig das Vertrauen ausgesprochen worden, jetzt dann auch vor allem in der nächsten Zeit die Gespräche zu führen. Es liegt einmal an dem Bundespräsidenten, wie er sich das weitere Prozedere vorstellt. In weiterer Folge werden dann die Gesprächstermine stattfinden und auch Sie dann laufend informiert werden. Aus meiner Sicht ist es gute Tradition, dass der, der die Wahl gewonnen hat, auch den Sondierungsauftrag erhält. Was als nächstes ansteht, vor allem ist im Nationalrat die Wahl des Präsidiums normalerweise auch präsident. Hat das die stimmungsstärkste Partei hier, den Präsidentin? Wie sehen Sie das? Was soll geschehen? Ja, aus meiner Sicht ist auch hier die Tradition einzuhalten. Die stimmenstärkste Partei hat das Recht, eben den Nationalratspräsidenten den ersten zu stellen, und das soll auch so bleiben. Das heißt, Sie unterstützen, egal welche Person die FPÖ regiert? Sie hat das Recht, den ersten Präsidenten zu stellen. Alles Weitere ergibt sich dann im parlamentarischen Prozess. Da gibt es auch noch dann die Frage der geheimen Abstimmung und vieles mehr. Denn wir haben uns ganz klar darauf verständigt, das Wichtige ist, dass jetzt einmal die Gespräche stattfinden, dass ausgelotet wird, welche parlamentarischen Mehrheiten möglich sind, welche tragfähig sind. Denn das, was sich die Österreicherinnen und Österreicher verdient haben, ist eine stabile Regierung, die mit den neuen Herausforderungen umgeht und vor allem die Zukunft dieses Landes gestalten kann. Kann man vielleicht hier hinter diesen Aussagen schon ein bisschen vermuten lassen, dass sich die Meinung der ÖVP durchaus geändert hat, dass man tatsächlich in sich gegangen ist, so wie Herbert Kickl das immer wieder gefordert hat und jetzt vielleicht doch möglicherweise darüber nachdenkt, auch mit einer FPÖ unter Herbert Kickl zu koalieren? Ja, und es stellt sich in diesem Zusammenhang, Sabrina, natürlich auch die Frage, der Bundeskanzler hat jetzt auch im Gegensatz zu SPÖ und FPÖ heute und jetzt nicht bekannt gegeben, welche Köpfe in Sondierungsgesprächen seitens der ÖVP an Verhandlungen teilnehmen. Er selbst hat ja immer gemeint, Herbert Kickl sei ein Sicherheitsrisiko, ein Verschwörungstheoretiker und eine Regierung mit ihm sei unmöglich. Christian Stocker hat aber zuletzt gemeint, bei Regierungsverhandlungen, ob man diese mit Kickl auch führen könne, denn Kickl ist einer jener fünf Personen bei der FPÖ, der natürlich als Parteichef auch Sondierungsgespräche führen wird, mit welcher Partei oder mit welchen Parteien auch immer. Da hat man dazu jetzt auch nichts gesagt. Der Bundeskanzler hat nur das, was er auch in Interviews vor der Wahl gesagt hat und was Mikl Leitner auch heute Vormittag gesagt hat, gemeint, beim Nationalratspräsidenten ist es Usus, dass die erste, die Partei, die die meisten Wählerstimmen stellt, also in dem Fall die FPÖ, auch den ersten Nationalratspräsidenten stellt. Welche Person das ist, ob es hier Personen gibt, die man nicht ausschließt, das hat man hier nicht zeigen wollen. Was man zeigen wollte, war insofern Geschlossenheit, als sie wirklich alle jetzt zu sehen waren, diverse Landeshauptleute, die zu sehen waren. Aber viele Fragen bleiben noch offen. Das lässt natürlich viel Interpretationsspielraum und man möchte hier sich mit vielen Entscheidungen noch dementsprechend Zeit lassen. Und es wird auf die ÖVP darauf ankommen, welche Regierung es geben wird, denn sie wird diejenige sein, die schlussendlich dann auch entscheidet, ob es ein Ja geben wird mit der stimmenstärksten Partei, mit der FPÖ, mit Herbert Kickl in Verhandlungen, ohne Herbert Kickl, mit, ohne, also all das wird man sehen, was die Zukunft bringt, ohne Herbert Kickl auf alle Fälle in einer Regierung oder auch mit einer anderen Partei, mit der SPÖ oder auch mit der SPÖ und einer dritten Partei, also
Fragen über Fragen, die sich stellen werden. Es werden spannende Wochen, spannende Monate. Und eins scheint jetzt schon fix, es werden sehr, sehr lange Regierungsverhandlungen, wer auch immer dann schlussendlich in den Ring steigen wird. Und sollte man sich überhaupt nicht einigen können, weil die Angebote und das, was die jeweilige Partei, auch die ÖVP, will, auseinanderklaffen, dann gäbe es im schlimmsten Fall sogar Neuwahlen. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in den Bundesparteivorstand? Wie fest sitzt denn Parteiobmann Nehammer im Sattel? Der wird die Vertrauensfrage stellen. Der Bundeskanzler und Bundesparteiobmann hat unser, mein volles Vertrauen. Wir werden heute darüber reden, warum das Wahlergebnis so ist, wie es ist. Wir haben keine Freude darüber und natürlich dann auch über alles, was danach kommt. Die ÖVP ist eine Partei, die immer regieren will, weil wir glauben, dass wir gute Ideen und ein gutes Programm für Österreich haben, aber der Ball liegt jetzt eindeutig bei anderen. Harald Mahr hat gerade gesagt, es geht nicht darum, um jeden Preis zu regieren. Es muss eine Zukunftskoalition geben, die auch den Menschen und der Wirtschaft wieder Freiräume einräumt. Haben Sie eine Idee, mit welchen Partnern sich so eine Zukunftskoalition ausgehen soll? So, was auf jeden Fall stimmt, ist, die Lage in ganz Europa, aber auch in Österreich ist herausfordernd, wenn ich an die Wirtschaftsentwicklung denke. Daher braucht es klare Programme, aber wie gesagt, es muss einen Regierungsbildungsauftrag durch den Herrn Bundespräsidenten geben und es gibt ja in Österreich gewisse Traditionen, wer denn dann auch erhält zunächst. Sollen diese Traditionen beibehalten werden eigentlich? Es ist der demokratische Usus in unserer Republik und sehe nicht, warum er abgeändert werden sollte. Ihre Kollegen Christopher Drexler aus der Steiermark und Matthias Thome aus Tirol sagen schon, Sie wollen lieber mit der SPÖ gemeinsam eine Koalition. Wie sehen Sie das? Also ich sehe es so, dass bevor nicht ein Regierungsbildungsauftrag erteilt ist, wir oder ich mich zumindest nicht an Spekulationen beteilige. Aber klar ist, wir haben inhaltliche Vorstellungen und wir haben ja auch vor der Wahl klar gesagt, was nicht geht. Es muss ja formal gar keinen Regierungsbildungsauftrag des Bundespräsidenten geben, sondern es geht jetzt darum, Mehrheiten zu finden. Also die Frage anders gestellt, mit wem soll denn die ÖVP eine Mehrheit finden? Mit Rot oder mit Blau? Ich bin sehr dafür, dass wir unsere demokratischen Usancen einhalten und wie gesagt, es sind jetzt andere am Zug und ich setze und warte auch auf diese Entscheidungen. Entschuldigung, eine Frage noch bei den Usancen der Nationalratspräsident. Da haben die Grünen schon gesagt, es soll kein Automatismus oder muss kein Automatismus sein, dass es der erste wird, weil sie offenbar keinen Freiheitlichen als ersten Nationalratspräsidenten haben wollen. Sie? Auch darüber werden wir heute beraten. Können Sie sich vorstellen, dass es vielleicht taktisch klug wäre für die ÖVP, sich bis zum Wahltag in der Steiermark, also bis Ende November, gar nicht festzulegen, mit wem man eigentlich regieren möchte, um sozusagen da keinen Einfluss auf die Landtagswahl zu nehmen? Also auch dazu kann ich nur sagen, ich sehe den Ball jetzt eindeutig bei anderen und daher stellt sich jetzt diese Frage für mich gar nicht. Genau, das hat man schon gesagt, Wirtschaft ist wichtig. In welcher Partei gibt es denn aus Ihrer Sicht hier die beste Alternative mit der ÖVP-Wirtschaft? Also es geht um jeden Partner, der bereit ist, jetzt darin zu investieren, dass wir den Standort Österreich, den Produktions-, den Industrie-, den Arbeitsplatzstandort Österreich sichern, auch in die nächsten Jahre hineinbringen. Die Situation ist herausfordernd genug. Wir werden uns heute hinter Karl Nehammer stellen. Er genießt jedenfalls zu 100% auch mein Vertrauen. Und ansonsten würde ich sagen, ist der Bundespräsident jetzt am Zug. Wie sieht es mit dem Koalitionssondierungsverhandlungsteam aus? Die SPÖ hat gestern schon eins präsentiert. Werden Sie heute auch eins präsentieren? Wir werden das diskutieren, aber wie gesagt, jetzt ist einmal der Bundespräsident am Zug, dass dort einmal auch die Gespräche ins Laufen kommen. Und ansonsten werden wir uns hinter Karl Nehammer natürlich auch stellen. Was ist mit dem ersten Nationalratspräsidenten? Die Grünen sagen gar kein Automatismus mehr. Das ist die stärkste Fraktion, dass die Freiheit. Also prinzipiell halte ich schon viel davon, dass die Usancen nie eingehalten werden. Es ist aber natürlich auch eine Frage, um welche Person es sich handelt. Aber wir sind gut gefahren in den letzten Jahrzehnten dadurch, dass immer auch jene Fraktion den Präsidenten stellt, die auch die meisten Stimmen erhalten hat. Aber das heißt, Herbert Kickl kann aus Ihrer Sicht auch nicht erster Nationalratspräsident werden, habe ich das richtig rausgehört? Zu Herbert Kickl haben wir immer unsere Meinung kundgetan, dass wir mit ihm auch keine Regierung bilden werden. Da, glaube ich, alles ist alles gesagt.